Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem IKEA-Haul von mir. Wie viele von euch wissen, ziehen wir aktuell um. Ich bin jetzt hier im neuen Haus, deswegen halt es wahrscheinlich noch ein bisschen. Wir haben noch nicht so viele Möbel hier, außer die Couch. Und nächste Woche ist dann der endgültige Umzug. Aber wir haben jetzt unseren kompletten IKEA-Einkauf schon mal hier hingebracht, denn es macht ja wenig Sinn, den erst in die alte Wohnung zu bringen. Wir haben insgesamt für knapp 400 Euro eingekauft und ich lege jetzt einfach los und zeige euch, was wir gekauft haben und was wir damit machen. Ja, ich starte mit dem, was mir am meisten Freude bereitet. Das sind diese riesigen Kisten. Davon haben wir zwei große geholt und vier kleine. Denn ich habe vor, da drin die Wäsche zu sortieren. Die kann man nämlich super stapeln, wie ihr seht. Und die wollten wir dann in den Hauswirtschaftsraum stellen. Und dann kann ich da die Wäsche drin sortieren. Also ist es einer für dunkle Wäsche 60 Grad, einer für dunkle Wäsche 40 Grad zum Beispiel. Und die sind dann so gestapelt. Und trotzdem kann man halt hier öffnen und schließen. Weil ich hatte, also die Wäsche dann raus und reinholen, ich hatte sonst immer so ein Wäschekorbsystem. Dann war im Schlafzimmer der ganze Boden voll mit Wäschekörben. Und ja, dann habe ich halt alles sortiert und dann standen die da halt rum und das hat mich mega genervt. Und so habe ich gedacht, kann ich mir zwei Türme machen, kann die schön sortieren, die Wäsche. Es sieht ordentlich aus im Hauswirtschaftsraum und die Wäsche ist immer direkt sortiert. Dann haben wir was Unspektakuläres mitgenommen und zwar haben wir uns zwei so Mehrfachsteckdosenleisten mitgenommen. Die kann man immer gebrauchen und wir nehmen fast immer welche mit, weil wir immer irgendwie welche gebrauchen können dafür. Eine Stehlampe und die hat nur 14 Euro gekostet. Diese ist jetzt mit noch einem, mit so einer kleinen Seitenspot oder wie ich das nennen soll. Es gab auch eine, also dieselbe ohne und die kostet nur 8 Euro. Und diese halt wie gesagt 14 Euro, die gibt es in Schwarz und Weiß. Wir haben sie in Schwarz genommen, da wir schon sehr viel Weiß hier in der Wohnung haben, deswegen ein bisschen Kontrast. Wir haben uns 6 Sitzkissen mitgenommen. Diese kann man hier so festmachen am Stuhl. Da ist schon das Kissen mit drin und ich fand es sehr praktisch, dass ich das halt abziehen kann und waschen kann. Gerade mit Kindern und Hunden war das für mich die bessere Alternative als so ein Kissen, was komplett fest zugenäht ist. Wir haben 6 Stück mitgenommen. Wir werden zwar hauptsächlich nur 4 Stühle am Esstisch haben, aber wenn mal Besuch kommt, dass wir dann noch ja, die passenden Sitzkissen dafür auch haben. Dann haben wir 10 von diesen Dosen mitgenommen. Das ist Glas mit einem Plastikdeckel mit Flügeln. Davon haben wir schon welche, weil wir zurzeit alles umstellen. Also alle unsere Plastik, Lock und Lock haben wir meistens, Dosen auf Glas, denn wir finden das super praktisch, dass wir die auch in die Mikrowelle stellen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Plastikdosen, wenn man die in die Mikrowelle stellt, sehr unschöne Verfärbungen bekommen, die nicht mehr weggehen. Und die von IKEA, die Glasdosen, finde ich super praktisch, weil man diese Deckel oder auch diese Dosen einzeln nachkaufen kann. Also wenn eins von beiden kaputt ist, dann kann man das halt einfach nachkaufen. Dann haben wir uns so einen Kaffeezubereiter mitgenommen. Dieser hier ist jetzt für Bernd im Laden, den nimmt er mit dahin. Aber so einen haben wir auch für zu Hause. Den finde ich super praktisch und der Kaffee schmeckt richtig gut. Und deswegen gibt es so einen jetzt auch auf der Arbeit bei uns. So, dann haben wir 8 von diesen riesigen Glühbirnen geholt. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da ist so ein gedrehter Glühdraht drin. Die sind relativ teuer. Wir haben 8 Stück geholt. Die kosten 7,99 Euro. Der Bernd hat sich ja, oder uns, eine Deckenlampe im Schlafzimmer selber gebaut. Und wir waren auf der Suche nach außergewöhnlichen Glühbirnen für diese Lampe. Das ist halt so ein altes, so ein Schiffsrad und dann Fassungen da reingebaut. Und dann sollten das halt besondere Glühbirnen sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir gönnen uns diese hier. Das werdet ihr in den nächsten Hausvlogs sehen. Wenn die Lampe fertig ist und Bernd die anbringt, dann ja, werden wir euch die auf jeden Fall zeigen. Und dafür sind halt diese besonderen Glühbirnen. Wo wir gerade bei Glühbirnen sind, im Schlafzimmer haben wir auch 2 so Wandlampen. Auch die baut der Bernd selber. Und dafür haben wir diese Glühbirnen genommen. Die sind auch mit diesem gedrehten Glühdraht in der Mitte und die sind noch teurer. Die haben 10 Euro gekostet, allerdings brauchten wir davon nur 2 Stück und dann halt diese längliche
Form. Und ja, auch das werde ich euch zeigen im nächsten Hausvlog, sobald die Lampen fertig sind. Ja, ganz wichtig, eine Klobürste. Das sind einfach die günstigen, die wir immer nehmen vom IKEA. Ich glaube, die kosten 99 Cent. Und ja, diese Bürsten kann man auch einfach nachkaufen. Ich finde es ganz praktisch, dass die schwarz sind, die Bürsten, weil ich finde das so eklig, wenn weiße Klobürsten dreckig sind. Deswegen haben wir immer schwarze Klobürsten. So, dann haben wir dreimal diese Decken mitgenommen. Die sind im Sale zurzeit bei IKEA. Davon haben wir schon zwei Stück mitgenommen. Die kosten jetzt 1,99 €. Und wir hatten zwei erst mitgenommen zum Ausprobieren. Und ja, wir waren damit zufrieden. Die sind aktuell bei uns in den Autos als Unterlage wegen dem Hund halt, wegen den Haaren. Und deswegen fanden wir die super praktisch. Und ich habe nochmal drei Stück mitgenommen. Ich habe gedacht, für 1,99 € so eine Decke kann man immer mal gebrauchen. Und wenn man sich die einfach auf Vorrat legt, da kann man nicht viel falsch machen. Dann habe ich zweimal diese IKEA-Kleider-Fusselroller mitgenommen. Betzis. Die gab es an der Kasse. Eigentlich nehme ich immer die, wo man, also ohne Kleber, wo man, das ist so ein Stoff halt, den man so rubbelt und dann bleiben die Fusseln da dran. Allerdings die Hundehaare von unserem Hund, die fressen sich gerne so richtig rein in den Stoff und dann komme ich mit so einer Kleberolle wesentlich besser klar. Deswegen habe ich davon zwei Stück mitgenommen. Ja, die IKEA Clips, wer kennt sie nicht? Kann man immer gebrauchen, haben wir immer da und irgendwie verschwinden die immer. Also ich habe in einer Schublade ein Döschen, wo wir die immer reinlegen, aber trotzdem mit der Zeit sind die irgendwie weg und deswegen haben wir uns zwei neue Pakete mitgenommen. Jetzt kommt es zu den Gardinen. Das habe ich euch auch in dem IKEA-Vlog gezeigt, also dass wir halt das Video, wo wir bei IKEA shoppen sind. Das sind fürs Schlafzimmer die Gardinen. Das ist einmal sowas wie Spitze, weil wir wollten so eine Doppelgardinenstange machen. Und dann diese Übergardinen. Wir hatten uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir hatten einmal so ein Roségold, ein Mint und ein Beige für Übergardinen. Und wir wollten unbedingt Blickdichte haben. Nicht blickdicht, sondern wie heißt das? Verdunkelnde. Da wir hier keine Rollos haben. Ja, und deswegen haben wir die genommen. Die waren auch recht teuer, fand ich. 65 € für Übergardinen. Die sind auch echt schwer. Und wir haben uns am Ende für Beige entschieden, denn wir haben gesagt, so Farben, da sieht man sich vielleicht satt dran. Und wenn man halt einen Farbtupfel haben möchte im Schlafzimmer, dann könnten wir das mit Kissen oder Decken mal schneller austauschen oder Kissenbezüge als diese Gardinen. Deswegen haben wir die neutralere Farbe, so ein Beige-Sandton gewählt. Ja, dazu ist nicht viel zu sagen. Drei von diesen Gerbera heißen die, genau, boah, so lange keine mehr gehabt. Ich habe mir früher, die gibt es bei Aldi auch in echt zu kaufen und früher habe ich mir die öfter in echt auch gekauft und jetzt habe ich mir mal drei Stück halt künstliche, ich fand die sehen echt aus und ich habe drei so kleine Vasen und habe ich überlegt im Schlafzimmer auf der Fensterbank vielleicht mal schauen. 1,50 € hat eine davon gekostet und da dachte ich, ja, die halten halt echt lange, die kann man abwaschen und ja, ich liebe halt echt Gerbera. Dreimal von diesen IKEA 365 1-Liter Dosen. Ich packe mal eine aus für die, die die nicht kennen. Die haben wir für Calvino für die Schule gekauft, denn hier sind diese Abteilungen drin, die man auch rausnehmen kann. Und hier, das ist sogar nochmal, glaube ich, genau nochmal geteilt. Also richtig viele Fächer. Wir mögen das nicht so, wenn man halt Brote oder so macht und dann Gemüse, Sticks oder Obst und so alles in eine Dose und dann vermischt sich das so über die Zeit. Deswegen mögen wir das mit so Aufteilung. Und ja, für Calvino, für die Schule haben wir natürlich kein Glas genommen, da ja, das kann natürlich kaputt gehen und deswegen ist es halt weiter aus Kunststoff. So, dann haben wir uns eine ganz schwere Pfanne gekauft. Wir haben das Problem, dass unsere Pfannen regelmäßig die Beschichtung verlieren oder kaputt geht oder wie auch immer ich das nennen soll, dass halt die Beschichtung aufgeht. Und ja, Pfannen sind nicht günstig. Wir haben uns schon oft neue geholt und uns dann geärgert, also obwohl wir die dann nicht in die Spülmaschine geben und die ordnungsgemäß spülen, so wie man das sagt. Jetzt kriege ich das hier nicht auf.
Oh, da ist ein Knoten drin. Schande. Und ich habe hier keine Schere. Nicht, kann ich euch die nicht zeigen. Jedenfalls ist die komplett aus diesem Edelstahl. Und die ist richtig schwer. Und das ist sensuell, heißt die. Die werdet ihr ja auch in den zukünftigen Vlogs sehen. Die werden wir ausprobieren. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, ob die ja, besser ist von der Qualität als diese mit Beschichtung. Die hat jetzt 40 Euro gekostet. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist unser letzter IKEA-Artikel. Zweimal diese Schuhablagen. Da wir ja viel mit dem Hund draußen sind, sind unsere Schuhe, Stiefel regelmäßig nass und kalt. Also nass ist ja jetzt eigentlich egal, ne? Das Wetter ist nass und kalt. Und die Stiefel sind dann halt nass und triefen und dreckig und siffig. Und deswegen ja, haben wir uns zwei davon mitgenommen. Die werden wir im Flur stellen und dann kann man halt die Schuhe immer da drauf stellen. So der Plan. Ich hoffe, dass es auch funktioniert, dass sich daran gehalten wird. Und ja, fand ich eine schöne Idee. Ich glaube, ein so ein Teil hat 2,99 Euro gekostet. Ja, wir versuchen das mal. Ja, das war alles, was wir im IKEA eingekauft haben. Unser IKEA-Haul. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr solche Videos mögt, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben dort. Lasst mir den da. Da würde ich mich sehr freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.